Guten Morgen. Wenn du nur lange genug darüber nachdenkst oder meditierst, dann wirst vielleicht auch du feststellen, dass es nur eine Wahrheit gibt. Und immer dann, wenn dir irgendjemand sagt, die Wahrheit ist relativ, Truth is relative, dann sagt er dir im Grunde eins. Er sagt dir, mein Ausschnitt aus der Wahrheit ist so und so und dein Ausschnitt aus der Wahrheit ist so und so und Herr X und Frau Y haben auch einen Ausschnitt aus der Wahrheit und die ist auch so oder anders. Jeder Mensch nimmt das, was ihm das Umfeld, die Umwelt präsentiert, anders wahr. Im Grunde, wenn man das jetzt ganz ernsthaft betrachtet, ist jeder Mensch mit dem, wie er etwas sieht, hört, riecht, spürt oder in irgendeiner Form wahrnimmt, isoliert von dem anderen. Weil das, was er wahrnimmt und wie er es wahrnimmt, ist einzigartig, weil der Mensch selbst einzigartig ist. Einzigartig in seiner Form, in seiner Schöpfung als Mensch. Aber etwas weiter nachgedacht, sind wir natürlich nicht wirklich isoliert. Wir sind in Form und Funktion isoliert, aber nicht als spirituelle Wesen. Als spirituelle Wesen, als Seele, sind wir in der Tat miteinander verbunden. Und wir teilen mit anderen Menschen Felder und Kollektive bis hin zu einem universellen Kollektiv. Und nun stellen wir uns vor, dass dieses universelle Kollektiv so etwas ist wie Licht, wie das Licht Gottes. Und dieses Licht Gottes durchdringt alles. Es durchdringt unseren Körper, es durchdringt jede unserer Zellen, es durchdringt alles in der Natur, auch den Stein, auch die Wüste, auch den Baum. Gottes Licht durchdringt alles. Nicht nur auf der materiellen Ebene, dazu gehört auch unsere Körperlichkeit, sondern auch die Gedanken, die Inspirationen, diese Dinge, die für uns oft unfassbar sind. Diese Geschehnisse, wo wir sagen, manche Dinge zwischen Himmel und Erden kann man wirklich nicht erklären. Und hier kommt nun die gute Nachricht für dich. Denn wenn das Licht Gottes alles durchdringt und er tut dies gleichwertig, dann bist auch du voll und ganz von Licht durchströmt. Und in dem Zusammenhang bist du genauso wie jeder andere Mensch auch. Denn auch in deinem Herzen brennt Gottes Licht. Und daher bist du auch in seinen Augen nicht schlechter und nicht besser. Niemand ist in irgendeiner Form etwas Besonderes. Wir sind als Wesen alle für Gott gleichgültig. Im Thomas-Evangelium der Bibel steht zum Beispiel: Das Königreich ist innerhalb von euch und außerhalb von euch. Und das, was ist, ist letztendlich unendlich. Aber jetzt denkst du vielleicht, wenn ich genauso bin wie alle anderen Menschen auch, wenn wir alle gleichwertig sind, warum geht es dem einen Menschen besser und dem anderen schlechter?
Warum ist der eine schrecklich krank und der andere von Gesundheit gesegnet? Warum ist der eine Mensch immer und immer wieder pleite, während der andere einen goldenen Daumen hat? Warum ist das so? Im Grunde liegt es an unseren inneren Blockaden, an unseren Glaubenssätzen und an der Art und Weise, wie wir unsere Welt verstehen und davon überzeugt sind, dass unsere Wahrnehmung genau die richtige ist. Denn wir können im Grunde zu jeder Zeit, in jedem Augenblick unsere Gedanken ändern. Wir können uns ändern. Dazu brauchen wir lediglich die Entscheidung und dann eine sukzessive Auflösung von den Blockaden, die uns im Wege stehen. Im Grunde gibt es auch keinen Veränderungsprozess. Die Veränderung in unserem Bewusstsein, die findet immer jetzt statt. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt sofort dein Leben ändern. Du kannst jetzt sofort ein Leben haben, wie du es möchtest. Und danach justiert sich dein Umfeld mehr und mehr. Und manchmal innerhalb von einem Augenblick. Ich sehe es immer wieder in meinen Coachings. Und ja, manchmal bin ich so erfüllt von Freude, weil diese Veränderungsprozesse so leicht sind und sich Dinge so schnell verändern, von einem Tag auf den anderen. Plötzlich hat jemand eine Glückssträhne. Ganz zufällig lernt jemand seine Traumfrau kennen. Ganz wie von Zauberhand ist dieses Gefühl von Traurigkeit wie weggepustet. Ja, wir sind in einer Welt von Wundern. Und du kannst entscheiden, auch dich für diese Wunder zu öffnen. Bis bald. Tschüss.